Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer Folge der Heinz baut schön. Heute gucken wir uns meine allererste fertige Speicherstadt an, in der ich besonderen Wert auf Schönbau gelegt habe. Wir haben 8 bis 10 Stunden, ich weiß es gar nicht ganz genau, an dieser Speicherstadt hier gearbeitet. Und heute machen wir einen Rundgang im First-Person-Modus. Vielleicht bekommt ihr ja ein paar Ideen für eure Speicherstadt. Jetzt geht's los. Und damit ein herzliches Hallo und willkommen hier wieder auf meinem Kanal, der Heinz. Es gibt neues Anno-Material heute und zwar aus meinem Twitch.tv-Spielstand gucken wir uns meine erste Schönbau-Speicherstadt, den ersten Versuch sozusagen an. Und das Besondere an meiner Speicherstadt ist, dass diese Speicherstadt so konstruiert ist, dass es einen einzigen Fußrundweg gibt, den wir jetzt im First-Person-Modus hier in der Ego-Perspektive ablaufen können. Die Gebäude sind also nicht alle miteinander verbunden, sodass es nicht den maximalen Attraktivitätswert gibt. Das spielt aber ja bei Schönbau auch keine Rolle. Und wir starten hier bei unserem Speicherstadt-Hauptgebäude. Hier kann man noch so ein bisschen durchgucken in die Ladestraße. Hier sind so einige Ladestationen, Anlegestellen. Und hier geht es jetzt eben los in unsere Ladestraße, in der ganz, ganz viele Waren hier einfach auf ihren Abtransport oder Weitertransport warten. Wir wechseln mal gerade die Seite hier, denn wir sehen hier drüben, hier wird sich beschwert, oh je, oder gezählt, ich weiß nicht, was er davor hat, lass uns mal vorbei, Kollege. Aber hier wird jetzt sauber gemacht, ganz eifrig wird hier geputzt, gekehrt. Nicht nur hier unten, sondern kann man das sehen, da oben, oh, da oben auch, schaut mal, da oben wird auch gekehrt. Wir gehen mal hier weiter. Guten Tag, Kollege, was machst du hier? Man weiß es nicht so genau. Also, hier geht's weiter und hier kommen wir jetzt schon in unsere Außenkräne, mit denen wir die Waren von den Schiffen teilweise in unsere Speicher laden können. Hier ein kleiner Ausblick mal auf so einen kleinen Fleet, so heißen die Dinger ja in Hamburg, diese kleinen Gässchen, die dann mit Wasser gefüllt sind. Hier, man hat sich's bequem gemacht, man trinkt scheinbar ein Tässchen Tee, sehr schön. Und wir gehen über unsere erste Brücke hier. Oh, Madame, lass uns mal bitte noch durch. Und den Blick hier finde ich zum Beispiel schon relativ grandios. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das sieht doch schon mal echt schick aus, finde ich hier. Wie gesagt, war viel Arbeit, viele Ideen der Community sind auch eingeflossen. Wir haben da zusammen sehr, sehr lange dran gebaut und immer wieder optimiert. Hier gibt es so schöne Straßenlaternen. Und schon kommen wir auch zur zweiten Brücke, über die wir hier rübergehen. Wir können jetzt hier links gleich so einen kleinen Blick nochmal in so einen kleinen Seitenfleet werfen. Guck mal, da sitzt sogar jemand auf den Kartons und da oben kommt ein Luftschiff über uns rübergeflogen. Das sieht auch gigantisch aus. Da werden nämlich auch Waren vom Luftschiff direkt in unsere Speicher verladen. So, weitermachen, Jungs. Lasst euch nicht stören. Wir gehen hier lang und sehen hier die Fabrikgebäude, die Container und hier nochmal ein Blick. Ein bisschen mit Natur aus der Speicherstadt raus. Der Blick, da werden gerade Waren vom Aufzug abgelassen und hier drüben eifrig Kohle geschaufelt. Naja, und hier sehen wir jetzt unsere erste Alleestraße. Direkt am Wasser ist hier jemand mit einem Bötchen unterwegs. Nö, gerade keiner da. Wir werden bestimmt noch jemanden sehen, bin ich mir ganz sicher. Wir gehen mal weiter hier. Haben sich auch wieder ein paar Damen gemütlich gemacht. So, hier jetzt so ein erstes Innenhafenbecken, ne, wo ein Schiff geparkt ist. Kleiner Schlepper. Hier unsere Kohleecke. Hier werden eifrig Kohlen von A nach B mit dem Oberaufseher, der das Ganze beaufsichtigt. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Okay, es geht wiederum über eine Brücke und wir nähern uns unserem Hafeninnenbecken. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Vorher aber noch hier diesen kleinen Kiosk auf der anderen Seite mit ein paar Bänken. Da kann man sich schön gemütlich machen. Herrliches Wetter in der Sonne. Wobei der Kiosk wahrscheinlich nur noch To-Go-Waren anbietet, ne? 50 Meter Entfernung. Ihr kennt das Spiel während Corona. Also, wir gehen jetzt hier über so eine Kaimauer. Und da kommt mal ein Schiffchen. Guck mal, guten Tag, die Herrschaften. Kleine Hafenrundfahrt. So. Hier geht's weiter. Und hier können wir jetzt in so einen Verladefleet gucken. Also, hier sieht man eigentlich fast ausschließlich Depots in dieser kleinen Gasse hier. So sieht das aus bei mir. Und hier gibt es jetzt einen ganz, ganz kurzen Blick. Wenn man genau hinguckt, hier hinten rechts, kann man aufs offene Meer und auf eine nächste Insel schauen, bevor man dann hier in unser Hafeninnenbecken kommt. Ja, also, wir gucken uns das ganz in Ruhe an. Hier sind also diverse Schlepper oder Fischkutter stehen hier bereit. Hinten haben wir nochmal wieder Verladestationen. Was, eine klasse Sache. Na dann. Das gucken wir uns jetzt ein bisschen an. Hier stehen also massig Waren und massig Schiffe, massig Boote sind hier noch gelagert. Wir gehen mal weiter. Hier reihen sich immer noch Speicher an Speicher. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Lasst mir gerne in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge da
Schreibt mir aber auch gerne in den Kommentaren, wenn es euch gefällt, was ich hier gebaut habe. Wir machen doch mal hier einen Blick über den Hafen. Schaut mal, mit dem Leuchtturm, da hinten kommt noch ein Luftschiff durch. Ist doch idyllisch, oder? Ein bisschen Hamburg-Feeling, wenn man schon nicht nach Hamburg reisen darf in dieser Zeit. Und jetzt kommt so ein bisschen das Highlight. Und zwar kommen wir hier in unser größtes Hafenbecken, in dem wir hier sogar so ein schweres Kriegsschiff stehen haben momentan, was hier vor Anker gegangen ist. Da gibt es nämlich die Einfahrt direkt zum Ozean raus. Hier kriegen wir jedes Schiff rein in dieses Hafeninnenbecken. Ich finde das sehr imposant, so ein Schiff überhaupt mal aus der Ego-Perspektive zu sehen. Habe ich mir nämlich noch nie angeguckt vorher. Die Idee kam so ganz spontan im Stream. Finde ich ziemlich cool. Hier dann nochmal ein bisschen Natur für alle grünen Freunde unter uns. Und ein bisschen Platz zum Luftholen. Hier kann man nochmal wieder in so ein Innenfleet reinschauen. Also, wir sind noch immer nicht am Ende. Es geht noch weiter. Wir schauen uns aber in der Zeit hier ruhig nochmal das große, imposante Kriegsschiff an. Wahnsinn. Alles klar, weiter geht's. Über nochmal eine Brücke hier rüber. Madame, bitte Vorsicht, passen Sie auf die Kinder auf. Über eine vorletzte Kaimauer hier. Durch so einen kleinen Innenhof. Da unten wird kräftig Bötchen gefahren. Die letzte Brücke, die wir hier bei unserem kleinen Speicherstand Rundgang passieren. Wir sind schon seit 5 Minuten unterwegs. Also, das ist schon relativ groß geworden. Und hier ist dann schlussendlich unser Rundgang zu Ende. Da sind noch Waren hier auf so einem schwimmenden Untersatz gelagert. Da hinten nochmal wieder Kräne. Lass uns hier nochmal gerade vorbeigehen. Entschuldigung, Meister. Darf ich mal? Entschuldigung. Ganz genau. Hier kann man nochmal einen letzten Blick erhaschen auf das Ende meiner Speicherstadt. Hier die ganzen Anlegestellen, an denen kräftig gearbeitet wird. Und da nochmal der Blick auf das Schiff von hinten. Ich schlage vor, wir machen einen etwas schnelleren Durchgang und gehen den Weg nochmal zurück. Aber bei Nacht. Bleibt also dran. So, gleiche Stelle geht's weiter. Inzwischen ist es Nacht geworden und wir gehen ein bisschen schneller mal den gleichen Weg zurück, gucken uns das Ganze an, nochmal, wie das Ganze bei Nacht aussieht. Schön beleuchtet alles, die ganzen Speicher, guck mal, die leuchten, die Fenster leuchten. Hier, sieht das nicht? Das ist doch klasse, oder? Das ist doch toll. So. Also ich find's bei Nacht sogar, ja, man kann nicht sagen schöner, es ist anders. Ich kann nicht sagen schöner. Gewisse Dinge sieht man bei Nacht nicht so gut. Ich finde zum Beispiel dieses Bild vorhin, was wir hier hatten, fand ich bei Tag ein bisschen schöner als jetzt bei Nacht. Dafür finde ich es in den engeren Gassen, finde ich es bei Nacht deutlich schöner, weil da einfach noch viel mehr heimelige Beleuchtung ist. Guck mal da, die Beleuchtung vom Luftschiff. Der Leuchtturm strahlt hier über die Anlegestellen hinweg. Hier, sowas meine ich, ne? Das sieht halt bei Nacht schon sehr heimelig aus. So, Speicherstadt bei Nacht. Wir gehen wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ja, vielleicht könnt ihr euch hier die ein oder andere Bauidee bei mir abgucken. Oder wie gesagt, ihr habt die ein oder andere Bauidee noch. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Was ich definitiv in einer meiner nächsten Speicherstädte mal machen werde, ist auch die Werften und weitere Hafengebäude, wie zum Beispiel den Fischer und Co., noch zu integrieren. Da brauchen wir aber einen noch größeren Hafenbereich für. Da gucken wir mal, wo wir sowas vielleicht finden. Eventuell vor Crown Falls. Wir werden mal schauen. Und wir kommen hier schlussendlich wieder in der Ladestraße an. Und beenden damit unseren Durchgang durch meine erste Schönbau-Speicherstadt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video doch mal einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, gerne mal auf meinem Discord unter Anno Screenshots eure Bilder von euren Speicherstätten posten. Gerne auch aus dem Ego-Modus. Würde ich mich freuen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Euer Heinz.